Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gertraud Pflügel. Das ist der Kanal Pro Sancta Ecclesia und wir wollen jetzt beim Goldenen Buch als gleichsam als Hörbuch zum Anhören und zur Vertiefung, zur Einübung in die vollkommene Hingabe, wollen wir uns jetzt der Lebensbeschreibung des heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort widmen. Das ist der Beginn. Es ist ja auch legitim, dass wir den Verfasser des Goldenen Buches ein bisschen näher kennenlernen. Die Ausgabe des Goldenen Buches ist vom Linz Verlag. Das ist die Ausgabe des Linz Verlages, das Goldene Buch, die wahre Andacht zu Maria, das Geheimnis Marie und die Liebe zum Kreuz. Das sind die drei Werke, die in diesem Buch zusammengefasst sind. Und allem voran geht die Lebensbeschreibung des heiligen Ludwig, dann kommt die Einleitung, also dann kommt schon die Abhandlung von der wahren Andacht zur allerseligsten Jungfrau Maria mit der Einleitung. Und all dem voran geht diese Lebensbeschreibung. Der heilige Ludwig Maria ist ein Franzose, das geht schon aus seinem Namen hervor, Louis-Marie Grignion de Montfort. Er wurde geboren als Sohn von eines Notars. In dieser Lebensbeschreibung wird das nicht erwähnt, aber das weiß man aus anderen Quellen. Er war, ich glaube, es waren 11 Kinder insgesamt. Auf jeden Fall war der Vater ein Notar. Am 31. Januar 1673 wurde er geboren zu Montfort in der Bretagne. Er erhielt bei der Taufe den Namen Ludwig, dem er bei seiner Firmung aus inniger Liebe zur Mutter Gottes den Namen Maria beifügte. In größter Dankbarkeit gedachte er stets der Gnaden, die er durch die Taufe erhalten hatte, aber auch seiner Taufgelübde, und er nannte sich zum Andenken daran, dass er sie von in seinem Heimatort empfangen hatte, von Montfort. Also der Name Maria ist eine Beifügung, die er selber bei seiner Firmung vollzogen hat, und Grignion ist sein eigentlicher Familienname. Montfort, diesen Namen hat er sich beigelegt aus Dankbarkeit für die Taufe, die er in seiner Heimat Montfort empfangen hat. Also heißt er eigentlich Louis Grignion, das ist sein bürgerlicher Name gewesen. Ludwig Maria Grignion von Montfort, das ist sein Name, den er sich selber dann beigelegt hat. Als 12-Jähriger kam er an die Jesuitenschule zu Rennes, die er 8 Jahre lang besuchte. Als Vorbild für die Studenten zeichnete er sich aus durch seine Leistungen und noch mehr durch seine Tugenden. Von Lehrern und Mitschülern wurde er in gleicher Weise bewundert und geliebt. Es gibt aber auch Erzählungen und Berichte, wo er auch Verfolgungen erlitten hat wegen seiner übergroßen Frömmigkeit und seinem Streben nach Heiligkeit, das natürlich auch nicht von allen verstanden wurde. Von 1693 bis 1700 studierte er an der Sorbonne zu Paris Theologie und wurde nach 2 Jahren in das berühmte Seminar Saint-Sulpice aufgenommen. Auch hier habe ich gelesen aus anderen Büchern, dass er nicht von allen geliebt und bewundert, sondern dass er auch verfolgt wurde, wegen seiner übergroßen Tugenden. Es ist den anderen nicht verborgen geblieben, dass da eine begnadete Seele war. Die Sorbonne in Paris war die Universität und ist es bis heute. Das berühmte Seminar Saint-Sulpice, das wurde gestiftet von dem Gründer Saint-Olier, der auch heilig gesprochen worden ist. Es ist berühmt wegen seiner herausragenden geistlichen Führung und Formung. In seiner Liebe zur Armut und Sanftmut, in der Hingabe an die göttliche Vorsehung, kam er den größten Heiligen gleich. Und das ist sicher keine Übertreibung. Mit ganz besonderer Freude redete er von den Herrlichkeiten Mariens, die er schon von Kindheit an seine geliebte Mutter nannte. Der heilige Pater Maximilian Maria ist ihm hier ja ganz ähnlich. Auch Maximilian hat sich dann den Namen Maria zugelegt. Maximilian ist sein Ordensname, Raimund war der bürgerliche Name. Maximilian der Ordensname und Maria legte er sich dann auch zu. Er wollte damit eben unsere himmlische Mutter ehren, so wie der heilige Ludwig, der ja sein Vorbild war. Alle Bücher, die über die Verehrung Mariens handelten,
hatte er gelesen und studiert. Das geht ja auch aus dem Goldenen Buch hervor. Er führt ständig irgendwelche Heiligen an, große Theologen des Mittelalters oder noch die Kirchenväter, noch ältere. Aus Liebe zur Gottesmutter legte er schon vor dem Empfang der heiligen Weihen das Gelübde ewiger Keuschheit ab. Mit 27 ist er Priester geworden, und zwar am 5. Juni 1700. 5. Juni 1700 war der Tag seiner Priesterweihe. Er wäre am liebsten gleich in die Mission gegangen zur Bekehrung der Heiden. Meine Sünden sind es, sprach er seufzend, die mich einer solchen Gnade unwürdig machen. Ich werde nie zufriedener sterben, als wenn ich meine Seele am Fuße irgendeines Baumes in fremdem Lande aushauche, wie der heilige Franziskus Xaverius in Japan. Franz Xaver war sein Vorbild in der Mission. Das war wirklich ein großer, großer, glühender Heiliger. Er hat im fernen Osten die Heiden in Scharen bekehrt. Sie ließen sich taufen. Er kam nicht einmal zum Essen. Das war ganz etwas Außergewöhnliches, Franz Xaver. Und diese Liebe zur Mission zeigt auch, dass wirklich dieses große Feuer des Heiligen Geistes in ihm brannte, und zwar lichterloh, in höchstem Grade. Die Oberen im Seminar von Saint-Sulpice wollten ihn nicht freilassen. Sie haben gesehen, was in ihm steckt. Am liebsten hätten sie ihn für ihre Genossenschaft gewonnen. Er konnte sich aber nicht dazu entschließen, und so schickten sie ihn nach Nantes in die Gemeinschaft der Clementiner. Diese aber waren dem Jansenismus verfallen. Der Jansenismus war eine überaus strenge Art und Weise, eine Sichtweise, Gott zu sehen. Da gab es die Vorausbestimmten, die Erwählten und die Verworfenen, die tun konnten, was sie wollten. Sie hatten keine Chance bei Gott, und es war alles streng und finster und düster. Keine Spur von der Liebe Gottes, von der Güte Gottes, vom Erbarmen Gottes. Und das hat ihn, da konnte er sich nicht heimisch fühlen. Deshalb hat er dieses Haus schon nach 6 Monaten verlassen und ist zum Bischof von Poitiers gegangen und bot sich ihm als Missionar an. Und er hat ihm die Leitung des großen Spitals übertragen von Poitiers. Mit der größten Liebe hat er sich der Armen und Kranken angenommen und hat hier den Grund gelegt zu der Kongregation der Töchter der Weisheit. Die 12 ersten Mitglieder dieser Gesellschaft waren arme, gebrechliche Insassen des Spitals, also alles Kranke. Und eine Blinde war die Oberin. In ihrem Versammlungssaal errichtete er ein großes Kreuz, um sie immer daran zu erinnern, dass die wahre Weisheit in der Torheit des Kreuzes bestehe. Es gibt ja auch in seiner Schrift die Liebe zur ewigen Weisheit, ganz klare Dokumente, wie er das sich vorgestellt hat oder wie er das verstanden hat. Die ewige Weisheit ist Christus, und Christus ist der Gekreuzigte. Er ist nicht zu trennen vom Kreuz, selbst in der Ewigkeit nicht. Der heilige Ludwig hatte da eine ganz tiefe Einsicht und eine ganz tiefe, außergewöhnliche Liebe zum Kreuz. Also er ist weitergegangen, das Leiden, das Unannehmliche, das Unannehmbare, das hat ihn nicht aufhalten können, das hat ihn, es hat ihn nicht gehindert, weiterzuschauen, tiefer zu blicken, was das Kreuz eigentlich ist. Es ist der Sieg über die Sünde und ihre schrecklichen Folgen. Die weltlichen Leiterinnen und Wärterinnen im Spital haben ihn so verfolgt. Sie hatten nämlich einen Neid und eine Eifersucht. Es ist klar, dass die Patienten den heiligen Ludwig überaus lieb gehabt haben mussten, bei seiner Liebenswürdigkeit, bei seiner aufopferungsvollen Hingabe an sie. Das hat die weltlichen Pflegerinnen und die Leitung des Spitals aufs Äußerste erzürnt. Und zwar, es war so unerträglich dann, dass er das Spital verlassen musste. Er war gezwungen, dort wegzugehen. Er ist nach Paris gegangen, wo er im großen Spital der Salpêtrière Aufnahme gefunden hat. Dort waren über 4000 Kranke und Arme. Und dort hat er wieder nur Verdemütigungen erlebt, tiefe Verdemütigungen. Dann hat ihn nach einem Jahr der Bischof von Poitiers zurückgerufen wieder auf Drängen der armen Kranken. Die haben ihn so vermisst dort in Poitiers, dass sie ihn dem Bischof bedrängt haben,
er möge doch den Ludwig wieder zurückholen. Und dort ist er wieder zurückgekehrt, er hat die bestehenden Missstände beseitigt oder versucht es zu beseitigen und hat auch seine Gesellschaft der Töchter der Weisheit zu neuem Leben erweckt. Er ist aber wieder so heftig angegriffen worden, angefeindet worden, dass er wieder das Spital verlassen musste. Von da an konnte er sich jetzt bis zum Tod dem so lang ersehnten und erkämpften Beruf als Missionar widmen. Also die Mission war bei ihm eine schwer erkämpfte Gnade, dass er das tun durfte. 1706 ist er zu Fuß, also 6 Jahre nach seiner Priesterweihe, ging er zu Fuß nach Rom mit dem Wunsch, sich vom Papst mit größeren Vollmachten ausstatten zu lassen, um desto mehr zur Ehre Gottes und zum Heil der Seele wirken zu können. Papst Clemens XI. Hat ihn am 6. Juni empfangen in Privataudienz. Er hat seine wahre Andacht zu Maria gut geheißen und seine Grundsätze für die Missionstätigkeit und hat ihn ernannt zum apostolischen Missionar. Der Heilige kehrte wieder zu Fuß nach Poitiers zurück. Dass er aber auf Befehl seines ihm sonst gut gesinnten Bischofs wieder verlassen musste, also ein drittes Mal, diesmal wegen der Anfeindungen der Jansenisten. Der heilige Ludwig hat ja die Barmherzigkeit Gottes durch die Mutter Gottes, durch die Immaculata verkündet. Und das hat ihm die Feindschaft der Jansenisten zugezogen. Er ging daher in die benachbarten Diözesen Westfrankreichs, wo er mit wahrhaft apostolischem Eifer wirkte. Sein ganzes Sehnen war allen, alles zu werden, nur um Seelen zu gewinnen. Und da er solche Erfolge gehabt hat, war es kein Wunder, dass der Heilige von allen Seiten angegriffen wurde. Priester, Ordensleute, die höchste Geistlichkeit, sogar seine eigenen Oberen machten ihm Schwierigkeiten. Sie feindeten ihn an und maßregelten ihn. Also die ärgsten Feinde kamen nun aus den eigenen Reihen, aus dem Klerus. Beim heiligen Maximilian war es ähnlich. Pater Maximilian Maria hat die schlimmsten Verdemütigungen und Schikanen durch seine eigenen Brüder erleben müssen. Und gar erst die Welt. Da heißt es in dieser Lebensbeschreibung, Zitat, seine großen Erfolge entfesselten gegen ihn einen wahren Sturm der Hölle. Aber auch diese sonst so leicht entmutigenden Erfahrungen konnten ihn nicht stören. Starkmutig trug er sein Kreuz und überwand alle seine Leiden mit apostolischer Geduld und Sanftmut, ohne die öffentliche Meinung zu scheuen, immer bereit, sein Werk fortzusetzen. So steht es hier schwarz auf weiß in der Lebensbeschreibung. Immer gehorsam auf das geringste Zeichen jener, die ihn zu befehlen hatten. Das Gleiche finden wir im Leben des heiligen Pater Maximilian. Überall, wo er für die Erneuerung des religiösen Lebens arbeitete, wurde er, wie Papst Pius XII. Ausführte, zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Also überall hat er die Verfolgung erlebt, die Anfeindungen. Er wurde ausgewiesen. Er durfte mitunter nicht einmal die Heilige Messe lesen. In La Rochelle verabreichte man ihm eine vergiftete Speise. Von da an war seine Gesundheit schwer getroffen. Wenn man von diesen Missionsreisen des Heiligen liest, von ihren herrlichen Erfolgen und ihrem jähen, oft durch teuflischen Hass herbeigeführten Abbruch, weiß man nicht, worüber man sich mehr wundern soll. Über die Niedertracht der Menschen oder die freudige Geduld, mit der Grignon all das ertragen hat. Die Kalvarienberge, die er im Anschluss an seine Missionen errichtete, waren Symbol seines Lebens. Also er hat wirkliche Kalvarienberge aufstellen lassen. Da haben die Menschen dann mit ihm die Gruppe der Apostel aufgestellt mit dem leidenden Jesus in ihrer Mitte. Das war immer das Symbol, das sichtbare, nach außen sichtbare Symbol, das Bild seiner Anwesenheit, seiner Mission und das, was dann die Menschen an seine Predigten und seine Botschaft erinnern sollte. Das Rundschreiben an die Freunde des Kreuzes ist nicht am grünen Tisch entstanden, sondern er hat es mit seinem Herzblut geschrieben.
Also seine Seelsorgearbeit war umfangreich, erschöpfend, und doch hat er noch Zeit gefunden, sich schriftstellerisch zu betätigen. So hat er verfasst die Abhandlung über die vollkommene Andacht zu Maria. Das ist ja auch dieses Werk da, das wir jetzt als Grundlage genommen haben für die Weihe, für die Weihevorbereitung. Aber auch das Geheimnis Mariens, das ist praktisch eine Kurzfassung desselben und ein Rundschreiben an die Freunde des Kreuzes. Soweit ich mich erinnere, hat er dieses Rundschreiben geschrieben in Rennes, als er dort für 10 Tage missionieren wollte. Man hat es ihm nicht erlaubt, er konnte nichts tun, und so hat er daraus Exerzitien gemacht, um das Geheimnis des Kreuzes zu betrachten. Und diese Schrift ist das Ergebnis, die Frucht. Und er hat auch geschrieben, die kleine Krone der allerseligsten Jungfrau und die Liebe zur ewigen Weisheit. Die Liebe zur ewigen Weisheit, ein kleines Büchlein über die Person Jesu Christi. Und noch ein kleines Schriftchen, eine Schrift über den heiligen Rosenkranz, das wunderbare Geheimnis der Bekehrung und des Heiles. Und viele fromme Gedichte sind von ihm erhalten geblieben. 1713, also 13 Jahre nach seiner Priesterweihe, ging er nach Paris, um dort seine zweite Genossenschaft zu stiften, die Missionare von der Gesellschaft Mariens. Sie sollten seine Missionsarbeit fortsetzen. Seine letzte Mission hielt er in Saint-Laurent-sur-Sèvre. Todesmatt war er schon. Er bestieg die Kanzel und predigte über die Sanftmut Jesu beim Verräterkuss des Judas. Da war er schon zu Tode erschöpft, überarbeitet und wohl auch durch die Vergiftung schwer getroffen. Zum letzten Mal entlockte er seinen Zuhörern zahlreiche Tränen. Nach der Predigt musste er sich niederlegen, schwer krank. Bei vollem Bewusstsein ordnete er noch alle seine Angelegenheiten bezüglich der Genossenschaften und bereitete sich dann auf den Tod vor. Die Scharen drängten sich weinend an sein Sterbelager. Er tröstete sie und segnete sie mit dem Kruzifix. Dann fiel er in eine tiefe Ohnmacht. Als er daraus erwachte, wird hier berichtet, rief er zitternd, aber mit lauter Stimme: Du greifst mich umsonst an. Ich bin zwischen Jesus und Maria. Gott sei Dank und Maria. Ich bin am Ende meiner Laufbahn. Es ist vorbei. Jetzt kann ich nicht mehr sündigen. Nach diesem Wort ist er gestorben, am 28. April 1716, im Alter von 43 Jahren, also ein Jahr vor der Gründung der ersten Großloge in London, genau ein Jahr vorher, am 28. April 1716, mit erst 43. Seine Gebeine ruhen in der Kapelle der Allerseligsten Jungfrau in der Kirche zu Saint-Laurent-sur-Sèvre, wohin seine beiden Ordensgenossenschaften ihren Hauptsitz verlegten. Er hat prophetisch vorausgesagt, dass seine Schrift von der wahren Andacht mit Wut von der Hölle verfolgt und in einem Koffer vergraben werden würde, um deren Veröffentlichung zu verhindern. Das findet man auch diese Stelle wirklich im Goldenen Buch. Trotzdem prophezeit er deren Erscheinen mit und großen Erfolg. All das hat sich buchstäblich erfüllt. Der Verfasser ist 1716 gestorben. Das Manuskript wurde erst 1842 von einem Priester gefunden, im Staub liegend. Soweit ich mich erinnere, aus anderen Schriften wirklich in einem Koffer auf einem Dachboden. 1853 hat die Ritenkongregation seine Schriften als frei von jedem Irrtum erklärt. Also war auch das Hindernis für die Heiligsprechung entfernt, beseitigt. Er war nach den Worten eines Lebensbeschreibers durch seine Predigten ein zweiter Vinzenz Ferrerius, durch seine Armutsliebe ein zweiter Franziskus, durch seine Verehrung der Mutter Gottes ein zweiter Bernhard, durch seine Leiden und Verfolgungen um des Namens Jesu willen ein zweiter Apostel Paulus. Und in der erfolgreichen Bekämpfung des Jansenismus hat er mehr getan als all jene, die in der damaligen Geschichte auf den Leuchter gestellt wurden. Also er war der wirksamste Gegenpol für diesen schlimmen, grauenhaften Irrtum des Jansenismus, der ja jede Liebe und jede Hoffnung
förmlich im Keim erstickt hat. Das muss eine ganz schlimme. Man kann sich vorstellen, nur die Strenge, nur das Harte und nur Buße und keine Freude, keine Liebe, keine Barmherzigkeit, nichts Kindliches, nichts Zartes, nichts Mütterliches, Väterliches. Da war nur diese autoritäre, tyrannische Gesinnung am Werk. Und er mit seiner Liebe zur Mutter Gottes, sie ist die Mutter der kleinen Kinder, das Brot der Schwachen. Er war ein unerhörter Gegensatz zu diesem schlimmen Irrtum und ein unglaublich machtvolles Heilmittel, um diesen Irrtum zu überwinden. Papst Pius XII. Hat ihn heilig gesprochen am 20. Juli 1947. Also über 200 Jahre nach seinem Tod. Und seine Schriften sind jetzt Gemeingut der katholischen Welt. Papst Pius X. Hatte auch eine tiefe Wertschätzung für den Heiligen. Am 27. Dezember 1908 gewährte Pius X. dem Generalprokurator der Gesellschaft Mariae eine Audienz. Dort wurde dem Heiligen Vater ein Exemplar von dieser Abhandlung über die wahre Andacht zu Maria überreicht. Er hat dieses Werk als wahrhaft sehr schön bezeichnet und hat gesagt, bevor ich die Enzyklika über das 50-jährige Jubiläum der Verkündigung der unbefleckten Empfängnis Maria verfasste, habe ich diese Abhandlung wieder gelesen. Also er hat sie mehrmals gelesen offensichtlich und vor diesem 50-jährigen Jubiläum hat das noch einmal gelesen. Die ganze Enzyklika, die sich auf dieses 50-jährige Jubiläum bezieht, sie heißt Ad Diem Illum vom 2. Februar 1904, ist im Grunde genommen nichts anderes als eine rückhaltlose Anerkennung und Empfehlung der wahren Andacht zu Maria vom heiligen Ludwig. Die große Aufgabe der Kirche, wie er gesagt hat, Pius X., alles in Christus wiederherzustellen, kann nach der Überzeugung des Papstes auf keinem anderen Wege besser erfüllt werden als durch die Vermittlung der allerseligsten Jungfrau, die als Mutter Gottes auch unsere wahre Mutter in der übernatürlichen Ordnung ist und durch ihre Teilnahme am Leiden ihres göttlichen Sohnes unsere Vermittlerin bei ihm und die Ausspenderin seiner Gnaden wurde. Die vollkommene Hingabe hat dieser heilige Papst Pius X. Bezeichnet mit den Worten des heiligen Ludwig Maria selbst. Er sagte, sie ist der sicherste und leichteste Weg, um alle mit Christus zu vereinigen und durch Jesus Christus wiederum die vollkommene Gotteskindschaft zu erlangen, durch welche wir heilig und unbefleckt vor dem göttlichen Angesicht dastehen. Diese Worte muss man einmal auf sich wirken lassen. Es ist diese Andacht der Weg zur vollkommenen Gotteskindschaft. Das ist das, was Adam und Eva im Paradiese hatten. Die vollkommene, nicht die Adoptivkindschaft durch die Taufe. Es ist mehr noch, die Taufe ist natürlich nicht überflüssig. Im Gegenteil, die Taufe ist die Pforte dazu. Sie ist das Samenkorn. Die Taufe ist die Annahme an Kindesstatt. Aber durch diese vollkommene Hingabe an Maria öffnet uns der Himmel den Weg, dass wir wieder zurückkehren in diese vollkommene Gotteskindschaft. Also die der unschuldige Adam und die unschuldige Eva hatten. Und hier sagt es ja der Papst auch, wir leben heilig und unbefleckt vor dem göttlichen Angesicht. Also der Weg durch diese vollkommene Hingabe, darum mache ich mir diese Mühe und möchte und hoffe auch und bitte den Himmel, es mögen viele Seelen diese Videos anhören und anschauen. Diese vollkommene Andacht ist nichts Geringeres als der vollkommene Weg, um zurückzukehren in die vollkommene Unschuld. Also wirklich unbefleckt vor Gottes Angesicht dazustehen, das heißt vollkommen und heilig zu werden. In Maria, das geht nur in Maria, wir brauchen sie. Auch den Wert der wahren Andacht hebt er mit diesen Worten hervor. Verehrung der Mutter Gottes und Verehrung des heiligsten Herzens Jesu, das muss ich hier auch betonen. Beide, wir ehren ja beide. Wir kommen durch Maria zu Jesus, aber sie ist nicht nur bloß Mittel zum Zweck, sondern wir ehren beide. Sie ist die Königin, sie ist an der Seite des Königs, ihres göttlichen Sohnes.
wir ehren beide. Und er sagt so, wer muss also nicht anerkennen, wie sehr wir recht haben mit der Behauptung, dass Maria, die beharrliche Gefährtin Jesu vom Hause in Nazareth bis zum Kalvarienberg, dass sie mir mehr als irgendjemand eingeweiht war in die Geheimnisse seines göttlichen Herzens, darum auch uns am sichersten und wirksamsten helfen kann. Also wenn es sich darum handelt, zur Erkenntnis und zur Liebe Jesu zu gelangen. Sie ist die beste, die wirksamste Helferin, die mächtigste. Sie kennt ihn ja am besten, sie ist ihm am ähnlichsten, sie ist ihm am nächsten. Mit Freuden hat der heilige Papst Pius X., also wiederum dieser heilige Papst Pius X., am 27. Dezember 1908 seinen Beitritt erklärt in die Vereinigung der Priester Marie, der Königin der Herzen. Und schrieb unter die ihm überreichte Bittschrift um Anerkennung des Goldenen Buches eigenhändig die Worte. Also man hat ihn gebeten, das Goldene Buch anzuerkennen. Und er hat selber die Worte geschrieben mit eigener Hand in dieses Buch. Der Bitte gemäß empfehlen wir eindringlichst die wunderbare Abhandlung des heiligen Grignion von Montfort über die wahre Andacht zur seligsten Jungfrau und erteilen den Lesern derselben den apostolischen Segen. Also empfangen wir den Segen des heiligen Papstes Pius X., wenn wir diese Abhandlung lesen, den päpstlichen Segen. Das ist eine ganz, ganz starke Bestätigung und es ist der Segen eines heiligen Papstes, eine große Gnade auch für uns. Gelobt sei Jesus Christus.